Hallo und herzlich willkommen zu der höchstwahrscheinlich Finale vom Whiskey Boops DLC. Ja, wir müssen in der Hauptstraße jetzt 7 Dings finden und 3 Dings. Ginkgo-Salle. Ja, wir haben. Dann haben wir schon alles. Haben wir wirklich alles. Ist halt traurig, ein bisschen. Vor allem, weil ich bin nicht wirklich geraged. Eigentlich habe ich erwartet, dass es so ein richtiges Rage-Projekt sein wird, wo ich nur upragen werde. Achso, das ist eine Wand. Ups. Okay, 1 von 7. Verfluchte Magie, so hieß es. Ja, im letzten Part war es ein bisschen laut, ne? Und ne, ich habe ein bisschen Musik ein bisschen leise gekriegt. Aber nur ein bisschen. Hoffen, dass es nicht mehr ganz so laut ist. Ding, 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 Zwei von sieben, nur fünf fehlen. Yay. Es läuft ziemlich schnell. Beziehungsweise generell das Backtracking läuft ziemlich schnell. Einfach nur aus dem Grund, weil wir diese ziemlich gute Kombination haben. Und wir ziemlich alles zu überfliegen können. So wie die Harp hier im Original. Also eben nicht DLC. Verfluchte Magie, 3 von 4. 3 von 7. 4 übrig. So rum. Und wir haben immer noch einen Gin-Kristall. Wo sind die Gin-Kristalle? Und Essergen-Kristall. Nice. Jawohl, 4 von 7. Kann ich jetzt danach gucken, weil ich habe ja am Anfang keine mehr gehabt, am Anfang dieses Parts. Das war ziemlich schlapp von mir, nicht wahr? Ja, Opfer. Schön, Kristall. Noch einer fehlt. Und den hätten wir, glaube ich, schon bekommen können. Das war verfluchte Magie, hundertprozentig. Easy. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon den ersten Gin-Kristall in diesem Level bekommen können. Einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht wusste, wie man slidet. Und ich das nur aus Zufall herausgefunden habe. Das war ein bisschen merkwürdig. Das war nur eine verfluchte Magie? What? What? Unbelievable! Can't believe it! Er versucht wie Dr. Robotnik zu klingen. Eigentlich annähernd so. Wo ist meine Armee aus ekelhaften Männern? Ja, gib's mir den Gin-Kristall. Absolute Macht. Ich bin retarded.
Es war jetzt der letzte. Damit haben wir jetzt schon alles. Cool. Der Fluch der Piraten. Curse of the Karibik. Achso, wir sind schon ganz unten. Ich habe mich gefragt, hey, warum geht er jetzt nicht unten? Damit haben wir jetzt alles ausgemaxt. Awesome to the max. Yo! Bombshot! Bombshot! Bomb power! Pirate Flag activated! Und das Mausbild sieht ja jetzt cool. Gut, wie früh ich es merke. Endlich! Die Zeit ist gekommen! Jetzt, wo ich alle fünf Teile und jeden einzelnen Jinkestal habe, es ist Zeit, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Männer! Was ist, Boss? Dieser Jinklunker werden mir genau zeigen, wo ich den Dynamo benutzen soll. Bündelt jeden einzelnen Exhal zusammen und bindet sie an den Mast. Steuert das Schiff in die Richtung, wo die harmonische Resonanz am stärksten ist. Verstanden? Nun, worauf wartet ihr, Narren? Befolgt meine Befehle! Ja, was? Zeigt es mir. Wo ist die Barriere zwischen der menschlichen Welt und der menschlichen Welt am schwächsten? Go! Whisky ist verstärkt, ich meinte. Ja, natürlich. Das ist es. Die Barriere zwischen unseren Welten ist an dieser Stelle am schwächsten. Männer. Was ist das? Dieser Vulkan wird einen geeigneten Ofen darstellen, um den neuen und verwässerten Dynamo zu schmieden. Bereit machen zum Ausrücken. Awesome to the max. 7, 8, 9, 8, 7. Whiskys Versteck. Kipo. Ja, wir erobern unser eigenes Versteck. Holland. Ausgezeichnete Arbeit, Männer. Diese neue Tinkerbad-Fabrik ist alles, wovon ich geträumt habe und mehr. Dieses Mal werde ich die Magie direkt von dieser Quelle stehlen. Wenn ich diese Halbschneegöre kenne, wird sie sicherlich bald hier sein. Sie wird es niemals bis in die Monokammer schaffen. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Muss. Geskippt. Oh, hat's auf Knopf. Ich überspringe ich einfach mal. Einfach weil ich's kann. Hast du gerade wirklich zweimal geschossen? Ich hab doch X gedrückt. Du Fotze. Hast du gerade wirklich zweimal hintereinander geschossen? Ich überspringe ich, ja. Oh, das war knapp sogar ziemlich. Hopp. Hopp. 100% zu haben ist ja super chillig. Oh ja, denn ich habe jetzt ein Chili Willi und wie wurde ich davon getroffen? Natürlich. Wieso kriege ich eigentlich so viel zu tun für Schrollen? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir kriegen halt bei mehrmals voll einfach die in den Arsch gedrückt. Ist es deren Ernst? Wurde ich wirklich in die Dinger eingedrückt? Ey, als ob ich mit dir aus wieder anfange!
Wollte ich nicht. Okay, das war Buggy. Aber akzeptiere ich. Also ich hatte nicht mehr genug. Warum hat er so wenig Leben? Okay, ich bin da reingesprungen, das war. Und gedodged. Als ob, dass mich das getroffen hat. Erstmal ein Tentakel. Hinter confirmed. War schon. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Mann! Ach. Wieso mach ich das? Warum bin ich so geistig gestört? Ich war gerade geistig verwirrt. Obwohl ich nicht nach oben drücke, hält sie sich trotzdem fest. Wer war denn das? Mann, das verwirrt mich so sehr, dass sich Frisky immer an Dorn festhält. Und dann hatte ich kein Lag im Gehirn. Sondern ich war einfach nur konzentriert, gerade. Wie soll ich das machen? Das war ganz im Ernst, Alter, wie schnell ist es denn sein? Oh, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Soll gar nicht schnell sein, ich war. Wieso hast du dich nicht dort gedreht? Controller, bitte reagiere schneller. Gott sei Dank. Alter. Alter, was ist denn das? Holy shit. Das ist ja Buggy. As fuck. Ist direkt im Schrein gerannt. Das war kein Witz fürs Internet. Glaub mir, heute mal nicht. Ranzige Marmelade. Lecker nom nom. Hey, neues Abschnitt, neues Patch. Ich meinte, hey. Leck mich doch hart an meinen Sack. Oh ja. Ja, leck mich doch hart an meinen Sack. Ich sollte da nicht hoch. Nein, ich sollte runter. Darf mich
doch gar nicht berührt. Der hat mich doch nicht berührt. Okay, das war knapp. Ich hab's geschafft. So, jetzt wird ein kleiner Zwischenraum kommen und wo man nochmal speichern kann. Sehen wir es auch nicht. Also gesehen, oh, der Spieler muss ja nicht mehr speichern. Hat er bereits gespeichert, Idiot. Das habt ihr gut gemacht. Nun bereit machen zum Aktivieren des Dynamos. Die Zeit ist gekommen, um das Schienenreich weit aufzureißen. Hohoho. Keine Bewegung, Risky. Die Schienengüre. Genau zur richtigen Zeit. Sag mir, wie hast du es geschafft, die Auswirkungen des magischen Inversionsprozesses zurückzukehren? Ich habe es nicht geschafft, aber meine Freunde schon. Sie klappten an mich und das war genug, um mich daran zu erinnern, wer ich wirklich bin. Pah! Ich hatte mich mit diesen Freunden von dir zuerst befassen müssen. Macht nichts. Ihr seid gleich dabei, Zeuge meiner größten Erfindung zu werden. Eingetrieben von kristallisierter Genmagie und speziellen Teilen, die ich von Squeak in den gemeinsten Schurken gestohlen habe. Es ist dazu fähig, ein Portal aufzureißen zwischen der menschlichen und der Genwelt. Nein, das darfst du nicht machen! Wenn die Maschine die volle Kraft erreicht, wird die Kraft der Genes von Gut zu Böse wechseln. Ja, what up, Bitch? Eine ganze Reich voller Böse, das auf meine Befehle hört. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Mach dich bereit. Ich gebe dir alles, was ich hab. Chantay, nervige kleine Gür. Lass mich raten, Elefant. Nicht Fledermaus. Ich weiß, wo du bist, Bitch. Weißt du, wo ich bin? Bitch? Bin ich auch noch Fledermaus? Nee, sah grad so aus. Oh nein, Virgil! Au! Oh lol, die macht Damage. Nein, macht sie nicht. Virgil! Nein, falsche Richtung. Oh, Krebskorps! Oder so. Oh lol. Nein, Bitch. Bitte schuld ist mir ein Bibi-Wagen. Oh, Mammoth. Wow. Bullet Held. Wow. Ich habe genug Isaac gespielt. Hallo? Ach, Elefant. Pff, wie groß ist denn der Elefant? Holy shit. Lol. Warum teleportiert sie sich? Wann kann man sich als Chantay teleportieren? Oh lol, ich hab ja wenig Leben. Ups. Stirb, Bitch! Oh, ich hab meine Lieblingstransformation. Oh lol. Ich wusste gar nicht, warum ich das bin. Gift-Schieß kann. Wusste ich eigentlich gar nicht. Oh nein, Krebskopf. Oh, gedodged, Bitch. Ah, gejuckt, Bitch. Oh mein Gott. Ich hab sie getroffen. Gecountert, Bitch. Bullet Hell. Wow. Oh, Alter, ich bin so sick in Dodgen. Ich kann wundern, dass ich so gut in League bin. Wow. Das teleportiert sich wieder.
Oh, Leute, ich wurde getroffen. Man down! Elefant! Spinnenform? Lol, davon wurde ich getroffen. Ich wurde gerade legit davon getroffen. Und ich wurde gerade wirklich zweimal in der Spinnenform getroffen. Okay, ab hier. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Get you, bitch. Ich muss mich rein, tut mir leid. Stirb! Nein, mein Gott, warum wurde ich davon getroffen? Ich hab sie auch. Ich hab einen Turn nicht gemacht. Stirb, bitch! Falsche Richtung, Männer! Falsche Richtung! Nein, 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 oh Gott. Natürlich immer auf mich. Shandy ist fast down. Ich bin auch fast down. Batman. Da war ich. Fuck it. Ist was down. Stirb! Du bist schon fast down. What the fuck? Was ist das? Was ist das für Energie? Das macht sogar noch ein Damage. Stirb! Ah, Alter. Nice. Das hat sie erledigt. Ich habe diese Autrinische endlich zerstört. Jetzt kann ich meinen Plan als Herrscherin von dem ganzen Skillgrindland einnehmen. Männer, stattet den neuen und verbesserten Dynamo. Reißt das Schienenreich auseinander. Nein, Herrn, habt ihr das Sicherheitsverwägung gelöst? Ja, haben wir. Habt ihr das Fallentier geschlossen? Ja, haben wir. Sagt nicht, dass sie vergessen hat, die magische Bombe vorzubehalten. Nutzloser Kampfkämpfe! Das ist halt die Krönung. Moment! Einfach nur oberen Funksequenz sein! Meine ganze Zeit wird explodieren! Das ist alles eure Schuld! I would have had it all if it weren't for these bunglers, imbeciles! Ooh, just talking about it makes me want to punish you all again! Get back here! Yay! Alter! Ich hätte niemals gedacht, dass der DLC nach meinem ersten Versuch es aufzunehmen, dass mir so gut gefallen würde. Also ich hab jetzt wieder die Liebe von Shantae gespürt. Ich hab jetzt wieder verstanden, warum ich das Spiel so hart geliebt habe. Weil es einfach nur gut war. Ich hätte niemals Risky's Revenge claimen sollen. Weil das war eigentlich echt nur gut. Das war gut, aber ich hab's nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich hab halt echt gedacht, das Spiel wird... Ich werde Testertown niemals schaffen. Aber. Und dass ich die ganze Zeit richtig wüten werde, ragen werde, sogar rage quitten. Weil der Grund, warum ich beim ersten Versuch nicht hochgeladen habe, war einfach nur, dass ich keine Lust mehr hatte, das Spiel, und es dann seit so ungefähr 5-6 Monaten nicht mehr gespielt habe. Also seit dem Release bis diese Woche nicht mehr gespielt habe. Und jetzt habe ich es erstmal durchgespielt. Und ich muss sagen, es hat sich genauso angefühlt wie den ersten Chantel. Und es war leichter als Hardcore-Mode. Ich habe mich einfach nicht zu schnell aufgeregt.
Das ist einfach geiler. Das ist geil, wenn man sich einfach nicht aufregen lässt und einfach nur Spaß haben will. Oh mein Gott, warum war ich beim ersten Mal geraged? Und warum habe ich deswegen aufgehört zu spielen? Das Spiel ist doch so gut. Wieso? Mann, es lässt mich jetzt bereuen. Deswegen habe ich bis zur heutigen Zeit die neuesten DLCs nicht gekauft, weil ich einfach gedacht habe, Witziges Revenge war nicht gut, also werden die bestimmt auch nicht gut sein. Aber es war einfach nur eine falsche Entscheidung. Weil Witziges Revenge war eigentlich gut. Ich bin einfach nur komplett geistig gestört. Oh mein Gott. Holy shit. Ich bin einfach nur glücklich, das Nachtgold zu haben. Und jetzt die wunderschönen Dance Through the Danger. Alter. Das hat mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang gehofft habe. Ich habe gedacht, hoffentlich werde ich dann vergessen, was damals geschehen ist. Aber jetzt weiß ich, dass ich mich komplett geirrt habe. Das Spiel ist einfach nur geil. Geil, sage ich dazu nur. Holy shit. Wann kommt eigentlich der nächste Shanty-Teil raus? das wird erstmal nicht passieren, weil es kam erst vor kurzem das neueste DLC raus. Und ich werde jetzt irgendetwas sehen danach. Der nächste Spyro-Teil hoffentlich. Danach Shanty. Friends till the end. Ich weiß gar nicht, was du noch sagen soll. Es hat einfach alles gepasst. Das ist halt einfach nur. Ich fühle mich jetzt schlecht. Ich fühle mich einfach schlecht, dass das DLC ohne Grund gehasst habe. Das fühlt sich jetzt einfach nur scheiße an von mir. Weil das ist einfach nur gut. Ja, ich skippe mal die Credits. Holy shit. Ja. Gängchen. Ich war so nah dran. Nächstes Mal werde ich keine Gnade zeigen. Nächstes Mal. Zweieinhalb Stunden. Nice. Bubis! Bubis! Du. Ah. Es tut mir leid. Way forward, es tut mir einfach nur leid. Alter, drei neue Spielmodis. Ich werde übrigens, bevor ihr fragt, Shanty Hero Mode werde ich nicht spielen. Einfach aus dem Grund, weil es genau dasselbe ist wie einfach der normale Mode, nämlich dass man alle Hauptstory-Fähigkeiten schon vorher von Anfang an hat. Was einfach nur super langweilig ist. Weil man kann von Anfang an das einfach alles durchfliegen. Oder kann man durchfliegen? Ja, man kann durchfliegen. Man kann einfach von Anfang an alles durchfliegen. Das ist halt langweilig. Deshalb werde ich Hero Mode nicht spielen. Aber wir werden Hardcore Mode noch spielen. Friends to the end. Und Ninja Mode, Beach Mode und Officer Mode. Ich fühle mich scheiße. Ja, warum habe ich 90 Stunden verbracht? Na gut, hier habe ich das durchgespielt. Hier habe ich eigentlich alles durchgespielt. Nein, noch nicht kaufen. Noch nicht. Nein, wir sind es aber dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Video. Was es wahrscheinlich Duel Links sein wird. Bis dann, ciao. Warum habe ich das Spiel nur gehatet? Wieso? Wieso, Mama?